Hey ho und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Star Stable Online. Wir stehen hier wieder am Zirkus. Das war gerade Mimi, die auf den Schuh gesprungen ist. Hallo Mili, schön dich zu sehen. Wirst du meine Aufnahme, Katze? Ja? Ja, schön. Du bleibst aber da oben. Ja, in der letzten Folge haben wir einen Weg in das Zirkuszelt reingefunden, haben gegen wurden von Idris in ein Pferd verwandelt. Und haben ein Rennen reiten müssen, um unsere menschliche Form zurückzubekommen. Haben wir auch alles geschafft, allerdings hat Idris uns daraufhin aus dem Zirkus wieder rausgeschmissen. Und wir machen hier jetzt weiter. Ich habe die liebe June dabei, unsere süße kleine Maus. Die habe ich mir geschnappt. Ja, und jetzt werden wir hier weitermachen. Menschen verwandeln sich in Pferde. Ein Pferd brennt mit pandorischer Energie. Ich weiß gar nicht mehr, was überhaupt noch real ist. Kehre zu Fripps Kammer unter dem geheimen Steinkreis zurück und berate dich mit Evergrey. Wir haben uns auf dem Spielplatz von Idris befinden. Folgt die Realität seinen Regeln und unsere Kräfte können ihn nicht aufhalten. Es ist echt schade, dass er uns als seine Feinde sieht. Mit seiner Hilfe könnten wir Anne sofort zurückbekommen. Weil er Franzose ist? Weil er ein Pandorianer ist. Oh. Oh! In all meinen Studien bin ich nie auf etwas gestoßen, das tatsächlich Pandorianer oder ihre Kräfte beschreibt. Wenn wir Concord aus dem Zirkus retten wollen, müssen wir verstehen, womit wir es eigentlich zu tun haben. Evercrae weiß vielleicht etwas. Missing Translation. Yay. Ja, gut, dann ab nach Wailale, ab zum geheimen Steinkreis. Okay. Tilda, Linda, ihr zittert ja. Was ist los? Concord wird im Zirkus festgehalten? Das interessiert mich. Mich auch. Der Zirkus der Träume wird von einem Mann geleitet, der sich der wunderbare Idris nennt. Er behauptet, dass er aus Pandoria kommt. Ein echter Pandorianer ist hier in Jorvik? Wie aufregend. Ich würde das nicht aufregend nennen, Bruder. Eher katastrophal. Für dich heißt das Avalon. Du siehst in allem immer nur das Schlimmste. Das hier ist keine gute Seite, Bruder. Wilde pandorische Energie ist gefährlich genug. Aber wenn auch eine intelligente Kraft dahinter steckt. Dieser Schausteller könnte die Realität umschreiben. Geschichte wird zu Fantasie. Oben verwandelt sich in unten. Er würde in seinem Zirkus mit unserer ganzen Welt umspringen, wie es ihm passt. Ach was, er ist nur ein Pandorianer. Und wenn seine Freunde kommen, wir sind verloren. Verloren! Evercray, hast du auf deinen Reisen Pandorianer getroffen? Weniger, als ich es mir gewünscht hätte. Sie sind einsame Wesen. Wenn ich welche sah, versteckten sie sich hinter Masken. Ich habe darüber in meinem Tagebuch geschrieben. Wenn ich darüber nachdenke, sollte mein altes Tagebuch hier in Fripps Zimmer liegen. Vielleicht finden wir darin einen alten Anhaltspunkt, um diesen Idris aufzuhalten. Das steht sicherlich unter Fiktion. Dein Seemannsgarn würde sogar Marco Polo blass aussehen lassen. Alles darin ist die reine Wahrheit. Tilda, würdest du bitte das Regal nach meinem Tagebuch absuchen? Natürlich. Ja, Avalon ist halt so ein Schwarzmaler, ohne Witz. Die Bücher sind im Runenalphabet geschrieben. Ein paar der Symbole kenne ich aus dem Unterricht, aber die meisten verstehe ich nicht mal ansatzweise. Soll ich dieses Buch nach Everquay, zurück nach Everquay bringen? Nee. Oder? Ein Wörterbuch? Wer hat denn heute noch sowas? Wenn Fripp aufpasst, soll ich ihm vom Internet erzählen. Ein Pilger in Pandoria. Das muss Evercrays Tagebuch sein. Ja? Oh, doch, kann ich wieder antippen. Ich wollte aber gucken, ob hier noch irgendwo was anderes ist. Ich vergesse die ganze Zeit, dass wir hier nicht springen können. Mein Witz. Ich glaube, hier hinten ist nichts mehr, gell? Nee, das da hinten haben wir gelesen. Okay. Ja. Jetzt sind wir an etwas dran. Ah, da ist es ja. Mal sehen. Kristallkavernen, Schattenwesen. Hier muss es irgendwo stehen. Vielleicht würde man die wichtigsten Stellen schneller finden, wenn die Seiten nicht mit aufgedunsenen Geschichten über deinen Mut aufgebläht hättest. Uns läuft die Zeit davon. Dann halt die Klappe, Avalon, und geh irgendwas schrubben. Zeit! Genau, Avalon. Du bist brillant. Bin ich das? Nein, du bist nervig. Hast du schon mal von dem Prinzip des Zeitfalls gehört? Oh, darüber weiß ich Bescheid. Der Astronom Arthur Eddington stellte die Hypothese auf, dass die Zeit grundsätzlich gerichtet ist. Sie läuft immer vorwärts, niemals rückwärts.
Das stimmt, Linda. Oder anders ausgedrückt, Entropie. In unserer Welt ist Entropie eine Tatsache des Lebens. In Pandoria ist das nicht so. In Pandoria existiert das Konzept von Anfang oder Ende nicht. Dort gibt es keinen Zeitfall. Die Zeit ist für sie ein Gräuel, sogar giftig. Idris muss einen Weg gefunden haben, eine Tasche zu schaffen, in der die Zeit weniger starke Auswirkungen hat. Wie der geheime Steinkreis. Genau. Und solange sich Idris in diesem Raum befindet, kann er die Realität nach seinem Willen formen. Nicht einmal die Macht der Soul Rider kann die Unwirklichkeit bekämpfen. Dann ist es hoffnungslos. Nicht, wenn die Zeit auf unserer Seite ist. Okay. Okay, die Frage lautet, wie wir die Zeit zu unserem Vorteil nutzen können. Während meines Exils trank ich Tee mit einer Hexe. Sie behauptete, sie kenne einen Weg, um die Zeit in eine Flasche zu stecken. Sie wollte mit ihrer Entdeckung das Geheimnis der ewigen Jugend lüften. Stattdessen hatte man nach dem Öffnen der Flasche einfach nur jede Menge Zeit, die man totschlagen musste. Soll das ein Witz sein, Evergrey? Pass auf, ich erzähl dir einen. Warum warf der dumme Bruder eine Uhr aus dem Fenster? Weil er sehen wollte, wie die Zeit verfliegt. Avalon, du hast den Nagel erneut auf den Kopf getroffen. Du bist wirklich ein Genie. Wir brauchen natürlich eine Uhr, die zu groß zum Werfen ist. Dafür brauchen wir ein Pferd. Oh, aber das ist hoffnungslos. Das könnte nur ein Uhrmachermeister schaffen. Und zwar einer, der sich nicht an Regeln hält. Ein Freigeist, aber auch diskret. Big Bonnie könnte helfen. Bring mich zu ihr. Ich treffe dich bei June. Ich freue mich wieder einmal mit dir zu reiten, Tilda. Ich glaube, mein kleines Pferdchen ist aber nicht stark genug, um zwei Leute zu tragen. Ich finde das so cool, wie der da auf dem Pferd sitzt. Dass er so einfach eine Runde chillt. Ja. Trinke ich jetzt nochmal kurz ein Schlückchen. Könnt ihr auch gerne machen. Trinken ist wichtig. Man sollte sich nur nach Möglichkeit da nicht die Flasche gegen die Brille hauen. Ja, wir sehen uns dann in Silverglade bei Big Bonnie. So, wir sind im wunderschönen Silverglade. Das hat mich jetzt ein bisschen erschreckt. Zelda, ich habe immer Zeit für dich. Was ist los? Sieht so aus, als wärst du nicht allein. Was hast du da für eine seltsame Bekleidung mitgebracht? Frau Bonnie, man hat mir gesagt, dass du mehr über Uhren weißt als jede andere Person in Jorvik. Ja, ich kann sie bauen. Ich kann auch jede Uhr reinigen, wenn es sein muss. Ich habe leider deinen Namen nicht verstanden, Mr. Evergrey. Es ist eine Ehre, ein solches Talent kennenzulernen. Ich beschäftige mich selbst mit der Uhrmacherei, hauptsächlich mit Sonnenuhren. Tilda sagt, dass du die prächtige Uhr in Silverglade gebaut hast. Verdammt richtig, das war ich. Warum? Brauchst du eine Uhr oder was? Ich brauche wirklich eine, aber ich muss dich warnen. Wir brauchen keine gewöhnliche Uhr. Ich denke, ich muss es erklären. Aha, so. Verstehe. Ach du meine Güte. Evergrey, du bist vollkommen wahnsinnig. Ich bin dabei. Ich brauche noch ein paar Teile für diese Uhr. Die Uhrmacherei ist Präzisionsarbeit, Tilda. Man darf keine der Federn überspannen, kein Zahnrad darf auch nur geringfügig falsch laufen. Sonst ist da ein Tick, wo eigentlich ein Takt sein sollte. Jedes auch noch so kleine Teil muss perfekt synchronisiert und ausgerichtet sein. Hier, nimm meinen Vorschlaghammer. Yay. Alles Filigran und Handarbeit und so. Ja, nimm den Hammer. Du musst alles auf dieser Liste suchen. Du solltest alle Bauteile in den alten Mülltonnen rund um das Dorf finden können. Yay. Jetzt sind wir auch noch Tilda, die Müllsammlerin. Oder lieber Mülltaucherin? Wo sind denn die Mülltonnen? Da sind Zahnräder. Kannst du die nehmen? Anscheinend nicht. Da ist was. Da glitzert was. Aber das ist doch keine Mülltonne. Benutze Vorschlaghammer. Müssen wir absteigen dafür wahrscheinlich. Okay. Müssen wir in den Uhrenturm rein? Weil das Ding ist genau da drauf. Ja, müssen wir.
Okay. Und dann noch ein Teil. Das muss hier auch in eine ganze... Da ist ein Mülleimer. Jetzt müssen wir den armen Mülleimer kaputt machen. Er hatte doch nur eine Aufgabe im Leben. Okay. Wir haben den Krempel geholt. Dann bringen wir das mal wieder zurück. Zu unserer guten Big Bonnie. Aber schön, dass sie direkt dabei war. Hast du alles auf der Liste gefunden? Dann tritt zur Seite, Fräulein. Jetzt ist Big Bonnie an der Reihe. Ich werde die kosmische Uhr auf dein Pferd heben. Ich verstehe zwar noch immer nicht, warum man so eine Uhr braucht, um einen Haufen Clowns zu sehen, aber F sagt, es ist wichtig. Viel Glück, Tilda. Och, sie haben schon Spitznamen füreinander. Ich heb die beiden, ja, gell? Ich heb ja Big Bonnie und Evercray, ohne Witz. Aufgepasst, hier ist unser Plan, Tilda. Tilda, du reitest mit der kosmischen Uhr zurück zum Zirkus. Die verstärkten Zeitwellen sollten Idris Unwirklichkeit erden, dich durch das Kraftfeld schleusen und ihn in das Zelt bringen. Ist bis hierher alles klar? Mhm. Sobald du im Zelt bist, musst du so nah wie möglich an Idris heranreiten. Auch wenn er geschwächt ist, hat er zweifellos noch einige Tricks im Ärmel. Also sei auf der Hut. Wenn du in Position bist, klingelt der Wecker der kosmischen Uhr. Lass sie dort, damit Idris machtlos bleibt. Dann reiten Justin und ich hinein und retten Concord und die Bobcats. Wenn alles nach Plan läuft, sind wir zurück und haben immer noch genug Zeit. Wir treffen dich vor dem Zelt. Bereit, Meteor? Bereit. Wenn wir bei Frau Holzwerf vorbeischauen, um ein paar Äpfel zu verspeisen. Meteor, du hast eben das gefrühstückt. Was soll ich sagen? Wenn es gefährlich wird, bekomme ich immer einen großen Appetit. Okay, wir müssen sowieso Justin holen. Also los. Justin steht neben dir. Das ist also die kosmische Uhr. Dann werden wir mal ein hübsches Foto davon machen. Okay. Ich weiß aber nicht, ob wir das heute alles noch machen in der Folge. Kommt drauf an. Also wenn wir jetzt nochmal einen Zwischenschritt bekommen, dann mache ich jetzt noch einen Cut. Wenn nicht, dann machen wir das alles jetzt komplett nochmal. Also wenn die mir jetzt, wenn ich jetzt die Quest so abgeben kann, dann werde ich den Cut machen. Wenn nicht, dann machen wir alles jetzt auf einmal. So. Bin ich mal gespannt. Freue ich mich ja schon. Ob wir Concord retten können? Ich hoffe es. Das wäre sonst sehr doof, wenn nicht. Und ich hoffe, dass Evercray auch recht behält, dass wir damit Idris dann wirklich außer Gefecht setzen können. Jetzt kommt der schwierigste Teil. Bist du bereit? Es funktioniert. Die kosmische Uhr bringt uns durch Idris' Barriere. Ich hoffe, es macht dir nichts aus. Ich habe Tan eingeladen. Ich bin nur hier, damit Loretta mir ins Gesicht sagen kann, dass sie lieber dich als Mitanführerin der Bobcats haben möchte. Das schuldet sie mir. Ja, okay. Wir kriegen noch einen Zwischenschritt. Deswegen werde ich hier jetzt eine Pause machen. Einen Cut machen. Wir machen in der nächsten Folge weiter. Ich weiß, das ist ein totaler Cliffhanger, aber ja, trotzdem. Weil das wird jetzt ein bisschen länger dauern und dann habe ich am Ende 25 Minuten oder so für eine Folge. Das will ich nicht. Ich will so bei meinen 15 Minuten ungefähr bleiben. Okay, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wir sehen uns mal beim nächsten Mal. Tschüss!